Gut, sind jetzt noch mal ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazugekommen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Seminar Webinar Pontine Leadership. Lassen Sie uns gleich durchgehen. Ich denke, bei diesem schönen Wetter sind Sie alle froh, wenn wir uns hier kurz halten können. Mein Name ist Javier Weiges von der Firma Pontine Leadership. Gut, kurz zur Agenda. Das sind die Themen, welche wir gemeinsam kurz anschauen wollen. Eine Folie zu, wer sind wir? Dann gehen wir in die Ausgangslage. Ich hole da ein bisschen weiter aus, weil es uns wichtig ist, hier die Basis zu setzen für eine zukünftige Transformation, eben das ganzheitliche Leadership-Programm. Und am Schluss stelle ich Ihnen dann noch für Fragen zur Verfügung und schließe das auch mit einer kurzen Zusammenfassung dann ab. Wer ist Pontine? Pontine, sehen Sie, das sind die vier Herren, alle schön einen gewissen Grauton, wenn Sie die Haare betrachten, von links nach rechts zunehmend. Pontine ist eine Marke der Glenfiss AG in Zürich tätig und wir fokussieren uns auf agile Themen, wie Sie es hier lesen können, Lean DevOps und die ganze Cloud-Thematik. In diesem Sinne gibt es hier einen neuen Auftritt seit März 2017, wo wir eigentlich Schulungen und vor allem auch Consulting-Services anbieten. Gut. Dann gehen wir gleich weiter zum Inhalt. Basierend der ganzen Leadership-Thematik ist natürlich meine persönliche Erfahrung, die ich Ihnen mitbringen darf. Die basiert auf gut 12 Jahren Erfahrung aus Lean-Management. Ich komme aus der Produktion, Maschinenmechaniker, war dann 12 Jahre in der Informatik tätig, unter anderem meine Telekommunikationsunternehmen. Und kenne eigentlich diese Szenarien sehr gut, bin schon länger als Dozent unterwegs und hier bei Pontine mittlerweile in meiner dritten Beratertätigkeit. Rechts sehen Sie einen Auszug, wir kommen dann nochmal später kurz drauf, von Unternehmen, die ich direkt und persönlich betreuen durfte auf diesem Weg der Transformation. Im Laufe der Zeit haben sich die Methoden entwickelt und weiterentwickelt. Ganz klar unser Fokus, mein Fokus hier ab 1950, das Thema Lean Management von Taiichi Ono hierum mit Toyota, weil ich das ganze Kaizen Lean Management Methodik weiterentwickelt hat. Wenn man sich das näher betrachtet und jetzt auch die Auswirkungen auf DevOps und Agile, dann stellt man fest, dass das effektiv eine Weiterentwicklung ist, die hier ursprünglich geprägten Methoden. Die einen Hersteller vom Agile Manifesto, DevOps-Anbieter, fokussieren das bisschen mehr, die anderen eher weniger, aber Fakt ist, dass man hier eigentlich dieselben Methoden weiterentwickelt hat. Auch im Laufe der Zeit wurden verschiedene Organisationsformen realisiert, wie Sie hier sehen, ursprünglich dann natürlich das Königreich, ganz klar. Und dann hierzu zur Aufbauorganisation, dann die ganzen Hierarchien, dann Ablauforganisationen, dann die Matrix, die zwei-, dreidimensionalen Matrixen. Und hier oben rechts sehen Sie das Spotify-Modell, das Organisationsmodell und ganz rechts ein mögliches Holacracy-Modell, wo man eigentlich wieder dahin geht in eine gewisse Selbstorganisation des Unternehmens. Das halten wir so fest. Jetzt eine kleine Frage der Interaktion. Mal schauen, ob Sie schon an der Sonne liegen oder vielleicht beides machen, Sonne liegen und den Vortrag genießen. Wissen Sie, was die roten Punkte sind hier im Modell rechts? Ich löse es mal auf. Das sollte es eben nicht sein, hä? Wieder ein König, ein Königreich innerhalb dieses Circles oder Lead Circles sind dann eben die roten Punkte, die Schnittstellen zu den anderen Circles. Das wollen wir eben verhindern, dass es nicht wieder im neuen Organisationsmodell zu den alten Strukturen kommt. Hier unten ein neues Bild, das jetzt hinzugekommen ist. Das heißt ja nicht, wenn wir jetzt nach Tribe, in einer selbstorganisierten Organisation aufgestellt sind, dass es innerhalb in der Realität nicht wieder so aussehen kann. Und das ist eigentlich der Kampf, das, was wir anstreben, zu verhindern in einer entsprechenden Leadership-Transformation. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Schwerpunkte, wie man ein Unternehmen führt und aufbaut, gebildet. Hier eigentlich das von uns präferenzierte Vorgehen.
Zuerst hat man natürlich die Vision, Ziel, Strategie und leitet dann entsprechend die wertschöpfenden Prozesse davon ab, um dann später dann die entsprechenden Tools und Strukturen unterstützend zu definieren. Was wir festgestellt haben, ich schon länger festgestellt habe, dass es hier einen gewissen Mismatch gibt. Im Laufe der Zeit hat man falsche, für mich nicht effektive Schwerpunkte gesetzt. Ganz klar, in der heutigen technologiegetriebenen Landschaft treibt die Technologie vor, Cloud, alles gibt vor und dann stellt man fest, dass halt hier eins grün, das Management, die Tools, die Strukturen, die IT vorgibt, wie das andere abzulaufen hat. Und das ist unserer Ansicht eben falsch. Was passiert in so einem Unternehmen? Wie eben dargestellt, es bilden sich Silos. Einzelne Abteilungen, Organisationen, Standorte, die für sich eigentlich autonom laufen. Was fehlt, ist die Durchgängigkeit. Auch ganz klar im DevOps adressiert, das ist mehr hier das untere Bild. Sie haben die Entwickler, die sind da schnell unterwegs, agil, mit Scrum, schnell einen Deliverable dem Kunden zu liefern. Und wir haben dann eher die auf Stabilität ausgerichtete IT-Operation-Modell. Hier speziell zu beachten, ich habe es mal hier versucht darzustellen, dass fast Teflonartige Abwehrverhalten gegenüber Changes und Veränderungen, stellen wir hier fest. Und das Ziel ist es eben, diese Mauern, diese Wall of Confusion wegzunehmen, drunter zu brechen, um eigentlich wieder in eine Direction, hier dargestellt, den ganzen Wertstrom vom Kunden für den Kunden ersichtlich darzustellen. Die, die mich schon länger kennen oder meine Beiträge, hier geht es eigentlich um das Big Picture, also das große Bild oder im Synonym eigentlich das Big Picture und rechts eine weitere Darstellung aus einem anderen Webinar von mir über Value Stream Design. Also hier die ganzheitliche Darstellung festzuhalten und vor allem zu kennen, das ist essentiell. Denn um das noch sicherzustellen, dass wir nicht Falschaussagen im Raum stehen lassen, es kann nur eine Reihenfolge geben und das ist ganz klar, die hier dargestellte. Denn Strategie zuerst und Process follows Strategy und Structure follows Process. And everything follows the customer. Das ist eigentlich die Prämisse, die es festzuhalten gibt. Aber beachten Sie sich mal selber beim Kunden oder bei sich im Unternehmen hin, wenn es um Diskussionen geht, um Tool-Diskussionen, um Veränderungen, wer hier im Lead ist. Ist es die Struktur, sind es die Prozesse und haben Sie eine Strategie, eine Vision, die das entsprechende vorgibt? Leider nicht so oft anzutreffen, wie wir es uns wünschen würden. Die Ausgangslage, hier dargestellt, ist wichtig, sich zu fragen, was fokussieren Sie und warum? Wir nehmen wieder das berühmte Dreieck. Qualität, Kosten und Zeit, wobei unter Zeit auch noch die Menge inkludiert ist. Und wir gehen davon aus, dass Sie eigentlich zukünftig im Veränderungsmarkt, den wir heute anfinden, schneller werden wollen. Also Sie müssen wissen, Strategie, was Ihr Ziel ist. Und als nächstes kommt da unser Satz. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Probleme, aber alle Unternehmen haben dieselben Probleme. Was ist damit gemeint? Anhand von diesem Beispiel unten dargestellt. Alle wollten auf den Mond fliegen oder wollen es immer noch oder sogar noch weiter auf den Mars. Das heißt, das Problem ist für alle dasselbe. Nur die Umsetzung des Problems stellt sich natürlich für jeden Anspruchsträger unterschiedlich dar, weil seine Rahmenbedingungen und die Ausgangslage unterschiedlich ist. Diese These lassen wir so stehen, weil die brauchen wir dann nachher nochmal, wenn es ums effektive Leadership-Programm geht. Ich denke, Sie sind soweit mit mir rein. Ich sehe da keine Handzeichen oder Fragen zur Zeit. Sehr gut. Was wir machen müssen hier, arbeiten Sie an Ihrer Zeit. Der Schnellere wird gewinnen. Time to market, das sind die Schlagwörter. Übrigens 1748, Benjamin Franklin das schon ausgerufen, Time is money. Was man festgestellt hat, seit dort, alle arbeiten am Thema Money, Geld. Kostenstruktur, Kostensparprogramme und die wenigsten haben realisiert, dass man am Thema Zeit arbeiten muss. Und hier auch noch spannende Aussage. Wenn Sie schneller werden, wird die Qualität besser und die Kosten werden senken.
Auch klar, das hat mit den agilen Methoden, mit der Anwendung der Methode zu tun. Wenn Sie schneller werden, haben Sie schnelle Feedback. Shift left. Wenn Sie schnelle Feedback haben, können Sie schneller reagieren und die Servicequalität, die Produktqualität verbessern. Wenn Sie das machen, benötigen Sie eine hohe Automatisierung, was mittellangfristig Ihre Kosten senken werden. Diese ganze Argumentationskette, die kann man hier eigentlich heranziehen, um das so aufzuzeigen. Arbeiten Sie an der Zeit, das machen alle. Hier zwei, drei aktuelle Beispiele. Am Montag die News von der UPC Cablecom. Die haben jetzt die Roaminggebühren gesenkt. Und Swisscom steht folgendermaßen da, dass ihre Preise doppelt so hoch sind wie die von UPC. Und jetzt muss man reagieren. Jetzt müssen Sie schnell sein und schauen, ob die Kunden abwandern, und jeder Tag zählt hier. Also Time ist hier absolut schlaggebend. Hier noch zwei, drei andere Beispiele aus dem Internet. Achten Sie mal hier, Autoteile express.ch. Sie können innerhalb von 4 Stunden Ihre Teile beliefert bekommen oder innerhalb 2 Stunden das Teil persönlich abholen. Hier an jedem Tag 7x24 ist das lieferbereit, und in der Mitte Service, Products, irgendwas, also Service, und zwar jetzt genau. Und das ist der Druck, den wir hier alle ausgesetzt sind, und der Markt bestimmt das, der Kunde will das, und für das müssen wir uns ausrichten. Das ist hier maßgebend. Gut, schöne Strukturen, Prozesse, Strategie, alles passt soweit. Ich denke, das konnten Sie soweit mitnehmen oder sich hier bestätigen. Entscheidend, matchentscheidend wird die Unternehmenskultur sein. Hier entsprechend dargestellt. Von einem vielleicht stabilen, mit Teflon beschichteten Abwehrsystemen, der Wandel, die Transformation über einen hüpfenden, agilen, schnellen Gepard. Hier bildlich entsprechend dargestellt. Wir kommen wir zu einer Zusammenfassung, kurz Übersicht. Der Weg der Transformation, das ist Pontine Leadership Programm. Also hier fassen wir das zusammen und werden gleich anschließend auf die entsprechenden Schritte zu sprechen kommen. Warum? Wo ziehen wir die Erfahrung heraus, wie das funktionieren kann oder wie es funktionieren könnte? Da weise ich nochmal kurz auf meinen Erfahrungsschatz hin. Ich habe es hier ein bisschen unterteilt. Links Geschäftsbereich Netze, BKW, RUAG, Division Aerospace and Defense, und bei der SIX Services AG war ich in einer Festanstellung als Head of Lean und konnte hier eigentlich Lean Management durchgängig installieren. Und Lean Management installieren heißt auch immer eine Transformation mit dem ganzen Unternehmen realisieren. Dann war ich bei der Wertfabrik, Unternehmensberatung, hatte hier Kunden. Ich war lange beim Kaizen-Institut, direkt bei Masaki Imai, und das sind die Unternehmen, die ich persönlich direkt bei ihrer Transformation mit begleiten durfte. Aus diesem Erfahrungsschatz haben sich eigentlich folgende Vorgehenspunkte herauskristallisiert bzw. entwickelt. Hier noch kurz ein Link, noch aktueller, der aktuelle State of DevOps Report 2017, der erst kürzlich rausgekommen ist. Auch hier wieder, wenn Sie die Älteren kennen, dann wissen Sie, Lean Management immer ein Thema. Hier jetzt aktuell das Thema eigentlich die Transformation, das Leadership-Programm. Ich habe es mir angeschaut. Die Punkte, die hier drin sind, die decken wir eigentlich eins zu eins ab und gehen hier, denke ich mal, sogar noch einen Schritt weiter. Gut, wie sieht jetzt das aus, das Pontine Leadership Vorgehen? Hier entsprechend in Schritten dargestellt. Die Erfahrung zeigt mir, dass diese Schritte alle notwendig sind, die Reihenfolge jedoch je nach Unternehmen unterschiedlich flexibel angewendet werden kann. Kommen wir wieder auf die These, alle haben dieselben Probleme, aber jedes Unternehmen hat eine verschiedene Interpretation, Darstellung des Problems. Das ist eigentlich die These, welches hier unterstützt. Sie brauchen früher oder später eine Absichtserklärung der Geschäftsleitung, einen Auftrag, Vision und Ziel. Ganz klar. Das kann auch, habe ich festgestellt, bei den Konzernen, das kann auch nur mal ein Standort sein. Ein Standort ist wie eine Insel, wenn Sie den Standortchef haben und sagen, doch, ich will die Veränderungen, sei es jetzt DevOps, Lean Management, Operations Excellence, Cloud, egal was inhaltlich, ja, da klammern wir uns hier zuerst einmal aus. Sie brauchen den Auftrag, das kann funktionieren, standortübergreifend. Wenn Sie dort eine gute Arbeit machen, dann werden die anderen Standorte im Konzern werden das sehen und auf den Zug aufspringen. Daher, es muss nicht immer
vom Konzern top-down starten. Es kann nachträglich passieren. Sie brauchen ein Konzept. Wie wollen Sie vorgehen? Was wollen Sie machen? Hier zeigt auch die Erfahrung, es ist nicht immer notwendig, eine aufwendige Ist-Analyse zu machen. Sie können sich gegebenenfalls die 2, 3, 4 Tage Ist-Prozesserhebung sparen, wenn Sie wissen, wohin Sie wollen. Das einfach als Erfahrung gebe ich Ihnen gerne mit. Dann, es braucht einen Kickoff. Offiziell kommuniziert Kickoff, jetzt geht's los. Und das müssen alle wissen und erfahren. Und dann eine durchgängige, stetige Kommunikation, und zwar eine bilaterale. Holen und geben. Das Ziel, was Sie erreichen müssen, müssen Sie sie auflösen, Zielauflösungsprozess, entsprechende verdaubare Maßnahmen definiert werden, adressiert werden, dann in einem Plan, in einem Roadmap kommuniziert und umgesetzt werden. Wer macht das Ganze? Es braucht Menschen, die vorne stehen und das machen. Ich in den letzten 3 Anstellungen als Head of Vollzeitstelle bei circa immer 600 Mitarbeitern in der Organisation hatte 2 Mitarbeiter, also waren wir etwa 2,5 FTI, welches dieses Programm vorantrieben. Da gibt es auch Benchmark-Zahlen, wenn Sie es interessiert, wie viele Festanstellungen braucht es, wie viele Agents, Change Agents braucht es, um diese Veränderung zu unterstützen. Wichtig ist, Sie brauchen Menschen, die das unterstützen. Vollzeit und Teilzeit. Entsprechend eine Schulung und eine Befähigung aller Mitarbeiter. Sie müssen lernen, wie es geht, wie es am besten geht. Entsprechend machen Sie einen Pilot, einem Ort, der erfolgreich sein wird. Ganz wichtig. Machen Sie den Pilot, lernen Sie daraus. Wir nennen das Retrox, Feedbacks. Schauen Sie, was Sie besser machen können und passen Sie dann agil in den Umsetzungsplan an. Es geht in die Rollout, in die Schulung, in das stetige Begleiten. Sie werden nicht darum herumkommen, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess oder Kaizen zu installieren. Gegebenenfalls haben Sie schon das, wenn nicht, wird es früher oder später notwendig sein. Sehen wir auch bei agilen Unternehmen, die unterwegs sind, es braucht eine Form von KVP Kaizen, damit die Mitarbeiter ihre Verbesserungsvorschläge in das Unternehmen, in die Prozesse mit einbringen können. Und zu guter Letzt, mache, auf Hochdeutsch machen Sie mal, machen und vorleben, ganz wichtig. Gut, die Punkte in einem ersten Draft spontan Leadership vorgehen. Jetzt gibt es natürlich auch noch viele weitere Vorgehensmethoden, die man sich heranziehen kann. Eines, welches auf jeden Fall zu beachten ist, ist eigentlich von John P. Kotter die 8 Schritte des Wandels. Lassen Sie uns die ganz kurz durchgehen. Punkt 1, keiner wird sich bewegen, wenn es keinen Grund dafür gibt. Stellen wir auch fest in der Praxis, wenn Sie Unternehmen haben, denen es gut geht, finanziell, ressourcentechnisch, und Sie wollen etwas verändern, dann werden Sie die liebe Mühe haben, hier das Gefühl der Dringlichkeit zu adressieren. Man sagt auch, man muss ein künstliches Ziel, einen künstlichen Druck aufbauen, ganz ein heikles Thema, was viel Fingerspitzengefühl braucht. Wir haben hier dasselbe Thema. Wer macht das? Der Chef muss da vorne stehen, Ihr Chefchef. Sie müssen wissen, wohin die Reise geht. Eine sehr gute Kommunikation auf Augenhöhe. Sie brauchen Leute, die das machen, die Unterstützungsorganisation. Und Sie müssen schnelle Erfolge planen und feiern. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn das Tal der Tränen zu lange dauert und irgendwann mal die Luft, der Dampf draußen ist. He? Erfolge feiern, Erfolge konsolidieren, Retros zusammenfassen, besser machen und schlussendlich hier im letzten Ansatz die neuen Ansätze kulturell verankern lassen. Man kann ja die Kultur nicht verändern, das wissen Sie bestimmt. Man kann die Rahmenbedingungen verändern, das Vorgehen adressieren, so dass zukünftig die Kultur sich entsprechend anpassen kann. Wie haben wir das hier konsolidiert in dieser Darstellung? Wir haben beide Vorgehensweise zusammengefasst und nennen das hier das Pontine Leadership Programm. Wie Sie sehen, haben wir Spalten gemacht. Notwendig, das wäre die erste Aufstellung hier, Absichtserklärung, GL-Auftrag. Korrespondiert zum Kotter, Schritt 1, Gefühl der Dringlichkeit und Schritt 3, Vision und Strategie entwickeln. So haben wir das entsprechend hier aufgelistet und zusammengeführt. Punkt 1, in anderen Worten nochmal, das Warum klären. Why? Sie müssen verstehen, warum sie das macht. Haben wir schon im Kaizen vor 20 Jahren, 12 Jahren geschult. Jede einzelne Person wird sich nicht verändern, wenn er nicht versteht, warum er das machen muss. Oder eines der mächtigsten Kaizen-Werkzeuge, fünfmal warum zu hinterfragen. Dann ein Big Picture.
Sie müssen das Ganze verstehen. In der heute und zukünftigen komplexen Welt ein absolutes Muss haben Sie Big Picture. Verstehen Sie, wie es von links nach rechts läuft, welche Abteilungen, welche Prozesse welchen Einfluss haben, wo Wert entsteht und wo Verschwendungen. Dann transparente, klare Führung und Coaching auf Augenhöhe und Kommunikation. Hier fassen wir als Beispiel C und von Kotte 2 und 4 zusammen. Wobei das hier natürlich nicht abschließend sein muss, sondern mehr als Vorschlag. 6. Vorgehensweise. Hier empfehlen wir die agile Vorgehensweise, also Minimal Viable Product Prinzip umzusetzen. Liefern Sie schnell dem Kunden einen Mehrwert. Nicht die Wasserfallprojekte ein Jahr, 2 Jahr, sondern schnell Kundenfeedback holen, also schnell Fehler machen, daraus lernen und besser machen. Das ist die Devise. Und diese neue Vorgehensweise können, müssen Sie sie auch in einem Transformation-Leadership-Programm adressieren und verankern. Das Ganze läuft bimodal. Sie müssen also top-down den Marschbefehl haben, die Aussage, das Ziel, den Auftrag und bottom-up die Mitarbeitenden befähigen. Und da wird man sich in der Mitte treffen, im Mittelmanagement, Führungsaufgaben zugeben, die Leute befähigen und da können Sie eigentlich die ganze Mannschaft bewegen. Ausprobieren, testen, Fehler machen, Fehlerkultur hier eigentlich in diesem Punkt adressiert. Eine KVP-Kultur verankern. Und das soll jetzt nicht nur ein Ideenmanagement sein mit irgendwo einem Briefkasten. Hatten wir auch erlebt bei den Konzernen. Da hing irgendwo ein Briefkasten und niemand wusste, wer den leeren sollte. Und automatisch passierte das eben nicht. Es ist viel weiter. Es ist kein Ideenmanagement. Es sind die kleinen Verbesserungen im Prozess, im Team, welche methodisch klar strukturiert aufgenommen und gelöst werden müssen. Hinter diesem Thema sehen wir auch ein nachhaltig methodisches Problemlösungsmanagement. Also einfache Methoden, wie man Probleme löst, vor Ort, im Team und das Ganze transparent zu machen. Und schlussendlich schauen Sie sich selber an, leben Sie das Thema vor, bleiben Sie dran und sprechen Sie mit den Menschen, warum Sie das machen sollten. Hier können wir wieder auf unsere These zurückgreifen. Das Vorgehensmodell sind Sie vermutlich mit mir ein und jetzt geht es darum, das für Ihr Unternehmen oder für Ihr Unternehmen, welches Sie betreuen dürfen, entsprechend zu adaptieren. Denn das kann man und sollte man nicht eins zu eins übernehmen, sondern schauen, wie erwähnt, notwendig, aber Reihenfolge flexibel. Das heißt, macht es in diesem Unternehmen, in der vorhandenen Ist-Kultur, macht es Sinn? Brauchen wir einen Befehl, einen Marschbefehl von Top-Down, damit man sich bewegt? Muss man hier das Warum jedem Einzelnen übersetzen? Oder sind Sie in Ihrer Unternehmensmaturität schon viel weiter, wo Sie sagen können, wir gehen direkt mit Tools rein, um Erfolge aufzuzeigen? Klar ist, früh oder später müssen Sie diese Punkte alle in einer Art und Weise adressieren. Die Art und Weise haben, hängt immer vom Unternehmen ab. Gut, wie Sie sehen, ich war jetzt im Lean-Zug unterwegs und bin bereits auf der letzten Folie. Hier nochmal kurz die Zusammenfassung. Ausgehend von unserem Erfahrungswert, wie man Transformation im Unternehmen gestaltet und begleitet, haben wir hier das Pontine Leadership Programm zusammengestellt. Diese Punkte setzen, entstanden sind sie aus unseren Erfahrungswerten. Wir haben referenziert auf weitere Modelle wie das Kotter-Modell und haben Ihnen einen Best Practice-Ansatz zusammengebracht. Würde uns freuen, Sie bei diesen Themen weiterhin unterstützen zu dürfen. Wir stehen hier gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Sind noch Fragen im Raum? Dürfen Sie jetzt mir Fragen chatten? Eine hatte ich bereits im Vorfeld bekommen. Ich erlaube mir, diese gleich mal zu stellen. Die eine Frage hieß: Wie lange dauert eine solche Transformation? Wie erwähnt, was oftmals unterschätzt wird, ist die Investition vor der Transformation. Also das Ganze kostet Geld, Zeit und ist aufwendig. Ein Beispiel von einem Konzern, Namen ich jetzt nicht nennen möchte hier oben, der hat auf der Stelle 3 Vollzeitstellen eingestellt. 3 Vollzeitstellen, ich durfte da der Teamchef sein, wir waren 3 Head of Operations Excellence und wir hatten den Auftrag, in diesem Unternehmensbereich Operations Excellence einzuführen. Also eine enorme Investition, 3 Vollzeitstellen, ein Programm, wir hatten Zeit, wir hatten Budget, um die Mitarbeiter mit an Bord zu nehmen und so konnten wir eigentlich loslegen. Also das Bewusstsein vom Management
Hier muss man zuerst investieren. Und dann dauert es je nach Investition, dauert es von einem Jahr bis 3 über 7 Jahre. Umso mehr Sie investieren initial, nehmen wir das Beispiel, 3 Vollzeitstellen, ein gewisses Budget für Schulungen und Material, kann man eigentlich innerhalb von 1, 1,5 Jahr, 2 Jahre Erfolge erzielen. Erfolge heißt, man spürt eine Kulturveränderung hin zu dem Ziel, welches Sie sich gesetzt haben. Machen Sie wenig im Unternehmen, lassen Sie sich fast zu 100% von extern beraten, kann sich das Ganze sehr, sehr lange herauszögern und der Erfolg, der sei da mal dahingestellt, wenn da die interne Aufwand versus externe nicht einem entsprechenden Gleichgewicht stellt. So viel zu der Frage. Also je nach Investition, es kommt auch auf Ihre Reifegrad drauf an. Ich hatte einmal einen Workshop bei einem Telekommunikationsunternehmen. Das war sehr beeindruckend, wie hoch die Prozessmaturität bei diesem Unternehmen war. Man hat schnell reagiert, man hat Themen verstanden und hat innerhalb von wenigen Wochen, 1, 2 Wochen, so ein Value Stream, das Thema aufgenommen, adaptiert und weiterentwickelt. Also wirklich Vorzeigereferenzstory. Bei anderen, wo sie zuerst noch Basisschulung machen müssen, das zieht sich natürlich hin. Also nehmen Sie mit, depends, was Sie investieren wollen, welches Thema es ist. Ist es Cloud, ist es Kaizen, ist es DevOps und entsprechend dem Reifegrad Ihres Unternehmens, also der vorhandenen, ist Kultur. Daraus, aus dieser Formel, gibt es eigentlich die Dauer für die Veränderungen. Okay, haben wir noch weitere Fragen? Ich sehe hier keine Fragen. Dann würde ich so vorschlagen, ich entlasse Sie in den wunderschönen Mittag. Ich wünsche Ihnen allen einen recht herzlich schönen Tag, gutes Mittagessen und freue mich vielleicht, Sie wieder zu hören. Besten Dank, Wiederhören.